Ein Toter liegt am Fuß der Stadtmauer. War es ein Unfall? Suizid? Oder doch Mord? Diese und andere Fragen klären Teilnehmer beim Krimi-Trail in Berching, den ich heute für Sie testen werde. Normalerweise spielt man dieses Spiel in Gruppen von maximal 5 Personen. Ich muss heute auch nicht alleine ermitteln. Denn da Neumarkt TV Teil der Fernsehwelt ist, habe ich mir aus diesem Bereich kompetente Unterstützung angefordert. Allerdings frage ich mich, wo die bleibt. Verzeihung, Ma'am. Inspektor Columbo vom Los Angeles Police Department. Ja, Sie kommen spät. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Ma'am. Wissen Sie, meine Frau, Mrs. Columbo, sie schätzt auch nicht, dass ich so oft spät komme. Ja. Können wir dann anfangen? Aha. Prima. Also. Der Inspektor und ich machen uns an die Ermittlungen. Es gibt 5 Tatverdächtige, die mit dem Toten zu tun hatten. Am Tatort finden sich ein paar Spuren. Doch die meisten sind über die ganze Stadt verstreut. Und zwar in Form von kleinen Rätseln, welche die Teilnehmer lösen müssen. Also hier an der Stadtmauer stehen schwarze Zahlen und wir müssen rausfinden, welche davon doppelt sind. Verzeihung, Ma'am, Sie haben nicht zufällig einen Stift für mich? Noch wichtiger als etwas zum Schreiben ist ein Smartphone mit Internetverbindung. Wenn man die Lösungen für die Rätsel per SMS an die Spielzentrale schickt, erhält man weitere Hinweise zum Fall und Augenzeugenberichte. Der Krimi-Trail führt den Inspektor und mich kreuz und quer durch die Innenstadt, wobei man die einzelnen Stationen nicht in einer bestimmten Reihenfolge besuchen muss. Wissen Sie, Ma'am, meine Frau, Mrs. Columbo, sie ist ein großer Fan von Ihnen. Sie sieht sich jede Sendung an. Das freut mich. Schon nach kurzem merke ich, es macht wirklich Spaß, sich Stück für Stück an den Hinweisen entlang zu hangeln. Und mit der Zeit erlebt man die Stadt mit anderen Augen. Kleine Details wie eine unscheinbare Zaundekoration können für ein neues Rätsel plötzlich wichtig werden. Also ich glaube, ich habe die Lösung. Die Tierfiguren schauen alle nach Norden. Ma'am, Verzeihung, eine Frage. Dieser Fluss hier, war der gestern auch schon da? Manche Rätsel sind nicht ganz so einfach zu knacken wie andere. Wie gut, dass bei diesem Krimi-Trail jeder sein eigenes Tempo vorgeben kann. Also ich finde es echt klasse, dass man so viel von Berching sieht. Und am besten finde ich diese Karte, die man am Handy hat, wo man genau seinen Standort sieht und wo der nächste Punkt ist. Das ist ein faszinierendes Gerät, was Sie da haben, Ma'am. Mein Smartphone? Ja, wissen Sie, mein Neffe hat auch so ein Gerät. Damit kann er, glaube ich, sogar telefonieren. Nach und nach erhält man mehr Hinweise und der Kreis der Tatverdächtigen wird kleiner. Wenn man am Ende glaubt, den Mörder zu kennen, kann man über das Smartphone einen Haftbefehl beantragen und erfährt, ob man richtig lag. Verzeihung, Ma'am. Ich glaube, ich habe den Täter bereits gefunden. Wir sind aber doch erst bei Station 5 von 14 möglichen. Wer soll das denn sein? Nun, Ma'am, Sie waren es. Ich? Ja, Sie haben an der Stadtmauer einen Statisten auf den Boden gelegt, damit Sie den Einstieg für Ihren Beitrag drehen konnten. Und dann, Ma'am, haben Sie einen Schauspieler engagiert, der einen berühmten Fernsehdetektiv schlecht imitieren sollte. Sie haben recht. Aber woher wissen Sie das? Von meiner Frau, Ma'am. Wissen Sie, Mrs. Columbo sagt immer, die vom Fernsehen. Im Sommerloch würden die für ein gutes Thema jemanden umbringen. Thank you.